Das ist Robokino mit ein bisschen Basketball. Das ist Robokino, wenn ihr Bock auf Film- und Serienkritiken und sonst noch Krempel rund ums Filme machen habt, dann bleibt gerne mit einem Abo hier dabei. Und wäre schön, wenn ihr dieses Video liken würdet. Das hilft mir natürlich weiter. So, es geht um den guten Sport. Basketball ist meine, ja, ich kann schon sagen, meine Lieblingssportart seit Anfang der 90er. Ich glaube, so müsste so 92 sein, bin ich gigantischer Fan der New York Knicks. Und wer sich ein bisschen mit Basketball auskennt, der weiß, dass ich durch ziemlich harte Jahre gegangen bin. Ja. Bald beginnt die neue NBA-Saison. Ein paar Tage noch und dann geht's los. Und diese Saison blicke ich sehr erwartungsvoll, hoffnungsvoll zu meiner Mannschaft. Denn da sind ein paar coole Zocker dabei, kein Megastar, aber ich glaube, das ist ein ganz cooles Team. Meister werden sie nicht, aber gut, lassen wir das mal beiseite. Heute geht es um das Redeem Team, die neue Netflix-Doku von den Machern von The Last Dance. Und die war ja schon sehr erfolgreich. Um die letzte Saison der Chicago Bulls gab es auch bei uns eine Review, wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet. Und diese Herrschaften sind zurückgekehrt, um uns die 2008er Basketball-Olympischen Spiele mit dem Redeem Team etwas näher zu bringen. Der Basketball in den USA international, na, das war schon sehr angeknackst. Niederlage in 2004, da holte man nur Bronze und das ist halt wirklich eine Schande für die Leute, denn die sahen sich halt einfach, wir sind die USA, wir haben diesen Sport erfunden, also müssen alle auch vor uns zittern. Aber der Rest der Welt, der hatte richtig aufgeholt. Deshalb gab es ein neues Projekt. Nicht mehr einfach nur blind All-Stars holen, die aufs Feld schicken und zurücklehnen, denn das funktioniert nicht mehr. Nee, es musste eine richtige Nationalmannschaft her. Mit einem richtigen Trainer, in dem Fall Mike Krzyzewski, der oder Coach K, denn also der war ja auch, das war halt schon mal was anderes, denn es war kein NBA-Coach, sondern er war der Coach der Duke Blue Devils College Basketballmannschaft und der hatte da einen genauen Plan, wie er diese Stars, die er ja hatte, zu einem Team formen konnte. Und das ist schon mal wirklich ein interessanter Teil, wie er mit diesen Leuten spricht, mit den LeBron James und Dwayne Wade und Chris Bosh, Carmelo Anthony, Chris Paul, Jason Kidd und so weiter. Das sind halt, wer sich mit Basketball auskennt, das sind halt einfach Granaten, ja. Das ist jetzt nicht so, dass die USA hier irgendwie eine B-Mannschaft da ins Rennen geschickt hat. Und dann sieht man sie dann halt auch das erste Mal performen bei der Weltmeisterschaft und kann vorwegnehmen, auch da lief es noch nicht so rund, aber das war halt auch einfach Teil des Prozesses. Einfach mal zu merken, nee, so wird es jetzt nicht mehr ablaufen. Und da gab es sogar einen abartig coolen Spitznamen. LeBron James, den wird wahrscheinlich jeder kennen. LeBrons. Sie haben Bronze gewonnen. Ich hatte den vorher nicht gehört, den Spitznamen jetzt nur durch diese Doku. War super lustig. Und dann ging es halt einfach einen Schritt weiter. Wir brauchen halt noch einen erfahrenen Mann neben Jason Kidd, nämlich Kobe Bryant, der dann 2008 dazu kam, die Mannschaft essentiell verstärkte. Was noch ein toller Aspekt war, war einfach, dass sie gesagt haben, 2004 wurden die USA sehr isoliert. Sie waren nicht im olympischen Dorf, sondern sie waren auf einem, einem Schiff waren sie einfach untergebracht und permanent abgeschottet und beschützt. Und das fand ich auch einen schönen Teil dieser Doku, wo sie gesagt haben, nee, wir sind jetzt Teil des olympischen Dorfs und wir wollen auch
einfach Teil der Olympischen Spiele sein. Wir gehen raus, wir gucken uns in unserer Freizeit so viele Veranstaltungen an, wie es nur geht, hängen mit diesen großen Sportlern ab und ja, genießen irgendwie diese Zeit. Das fand ich ein sehr, sehr netter Teil. Toll waren natürlich auch die üblichen Statements und für mich als großer New York Knicks-Fan waren natürlich auch die Statements von Carmelo Anthony, der war damals noch ein Denver Nuggets-Spieler, aber ja, war eben ein wichtiger Bestandteil der New York Knicks dann später und der kommt da super sympathisch rüber, also fand ich sehr nett. Es wurde auch nicht zu arg auf die Kobe Bryant-Tränendrüse gedrückt. Ja, also wie, wenn es jemand nicht weiß, Kobe Bryant ist, wann war das? Ist das jetzt drei Jahre her? Er ist auf jeden Fall tödlich verunglückt mit einem Helikopter. Und wenn sie das jetzt genommen hätten und wirklich auf die Kobe Bryant-Tränendrüse zu drücken, das hätte ich ein bisschen cheap gefunden. Denn für mich hätte das... Ich habe keinen Bezug zu Kobe Bryant. Natürlich ist das eine echt tragische Sache. Da brauchen wir nicht drüber reden. Viel tragischer fand ich es zum Beispiel, dass seine Tochter mit in dem Hubschrauber war. Und als Familienvater ist das einfach tough. Und er ist einfach eine große Nummer im Sport generell. Bekannte Persönlichkeit. Und wenn sowas passiert, ist er natürlich... Da geht es in der Medienwelt halt einfach ab. Wie gesagt, sie haben nicht diese Tränendrüse gedrückt. Natürlich kommt Kobe Bryant viel vor, aber berechtigt. Denn da gibt es wirklich ein paar coole Geschichten über ihn zu erzählen. Und das hatte ich halt auch nie so auf dem Schirm. Gerade die Begegnung mit, die erste Begegnung gegen Spanien, wo er gegen seinen Lakers-Teamkollegen Pau Gasol, mit dem er sich eigentlich super versteht oder verstanden hat, wo sie auf die getroffen sind. Und da war eine tolle Geschichte. Oder um Kobes Geburtstag, um seine Trainingsmethoden und sowas. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht so extrem wie bei The Last Dance, wo ich doch sehr kritisiert habe, dass der Titel einfach verkehrt war. The Last Dance war es nicht. Es war einfach, der Titel hätte heißen sollen Michael Jordan and the Chicago Bulls. Und hier hatte ich wirklich im Vorfeld Angst, dass auch der Titel Redeem Team nicht passen würde, sondern Kobe Bryant and the Dream Team oder irgendwie sowas. Nee, so war es nicht. Natürlich hätte ich mir auch ein bisschen gewünscht, dass man irgendwas über Deron Williams oder Tayshaun Prince oder sowas, aber gut, vielleicht gab es auch über die nichts zu erzählen. Waren ja auch in ihrer Karriere Deron Williams am Anfang, Tayshaun Prince generell war ja mega Verteidiger, aber die haben jetzt nie irgendwie ein Medieninteresse geweckt. Da waren so die Leute wie Dwayne Wade, Chris Bosh, das war halt schon, da war schon ein bisschen mehr, was da zu berichten gab, Carmelo Anthony und so weiter. Ja, insgesamt war es eine starke Doku. Ich glaube jetzt nicht, dass jemand die Doku sieht und jetzt zum größten Basketballfan überhaupt wird. Die Doku ist für die USA gemacht, denn es wird halt schon viel auf Patriotismus, wie sie daran geführt werden, Veteranen mit im Schrapnell zerschossenen Gesicht, der den Leuten dann was erzählt von Patriotismus, vom Land, vom Heldentum und das typische USA-Zeug. Also wer da schon sagt, nee, Leute, ey, mit dem Kram, das brauche ich nicht, also der ist da halt schon mal falsch. Aber auch das nimmt jetzt nicht die komplette Spielzeit ein, ja, aber es sind da schon ein paar typische Anspielungen. Was ich aber gut fand, ist, dass sie dann nicht auf die Nummer kamen, auch noch Gott damit einzubeziehen. Denn das wird halt auch immer sehr, sehr gerne in solchen Geschichten gemacht. Den Gott haben sie einen guten Mann sein lassen. Fand ich schon mal gut.
insgesamt, wie gesagt, für NBA-Fans, für Basketball-Fans. Ich hätte vielleicht auch gerne ein paar Stimmen von den Gegnern gehört. Luis Scola zum Beispiel. Ja, Pau Gasol, ja, den hat man gehört. Aber wie gesagt, Luis Scola, Manu Ginobili. Hier von den Griechen, Schotzanidis, den hätte man doch irgendwo ausgraben können, beispielsweise. Oder ja, auch die Deutschen haben ja im Laufe der Zeit gegen die USA gespielt und da hätte es auch kein Dirk Nowitzki sein müssen. Wer war da noch so dabei? Benzing, Mita Demirel und so Leute. Hätte man bestimmt auch irgendwas bekommen. Ansonsten hätte ich mir noch zusätzlich, vielleicht wäre auch so eine zwei-, dreiteilige Geschichte ganz gut gewesen. So, das war halt ja Doku in Spielfilmlänge fertig. Ich für meinen Teil hätte da vielleicht auch noch ein paar kleinere Geschichten gerne gehört. Vielleicht gab es nichts Interessantes. Weiß man ja nicht. Ist halt nur so mein Gefühl. Ja, das war's. Das Redeem Team für Leute, die den Last Dance oder die letzte Last Chance U Staffel, die auch im Basketball ging. Also ich saug sowas auf, ist halt einfach meine Lieblingssportart, deshalb ziehe ich mir sowas rein und genieße das auch sehr. Mich würde es interessieren, schaut ihr euch das an? Interessiert euch das? Ist Basketball relevant für euch? Habt ihr ein Lieblingsteam, einen Lieblingsspieler oder sowas? Das interessiert mich brutal. Wir können in den Comments drüber quatschen, dann kann ich euch auch sagen, wer meine Lieblingsspieler waren und sind. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wie gesagt, lasst ein Like, da ein Abo wäre Weltklasse. Und vielleicht kommen wir ja sogar zu 800 Abonnenten. Wie cool wäre denn das? Also ich habe mich, jetzt nochmal zum Abschluss, ich habe mich über die 700 wirklich, wirklich sehr, sehr gefreut, dass ihr da dabei seid, euch das Zeug anschaut, dass ihr schreibt. Überwiegend sind da sehr viele konstruktive Kommentare dabei, die nicht immer meiner Meinung sind, aber das muss es ja auch nicht. Aber nur so entsteht eine Konversation, eine gesunde Konversation. Und da habe ich Bock drauf und deswegen habe ich diesen YouTube-Kanal auch gemacht, einfach um mit so vielen Leuten wie möglich irgendwie zu kommunizieren über Sachen, die ja, die ich gerne mag, aber anscheinend ihr ja auch. So, genug rumgefaselt. Ich wünsche euch noch die beste Zeit eures Lebens. Haut rein, bis zum nächsten Mal.